Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. So, nach einer letztrigen Kruschfolge wollen wir jetzt doch endlich mal weiterkommen. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen, bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen und ich habe keine Antworten. Fragen, der Gift eines jeden Patrioten. Ja. Okay, wir wollen zu die Schienen. Da hinten, auch hier wahrscheinlich. Okay, wir gehen jetzt noch einen kleinen Schwenker. Einer muss noch sein, weil ich möchte exakt ungern unvorbereitet da drin sein. Vor allem, wenn man weiß, da kommt noch wahrscheinlich irgendetwas Dickes. Was sonst würden die exakt nicht so weit um Schießkopie. Kopie? Solly? Probier mal. Holla, die Walfe! Mein lieber Herr Gesangsverein! Ja! Verdammt! Oh, oh, du Dreckiger! Oh, oh. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist eine Kanone, hä? Wenn wir nicht gerade das Upgrade für die schon gekauft hätten, also, das wäre da meins gewesen. Na gut, aber wir haben jetzt schon eine kenn ich doch. Du bist doch der Kerl mit dem Glasauge. Alter, was ist das für ein Vieh? Ah ja, genau, wir haben jetzt eigentlich Zeit. Warum beantwortest du mir nicht meine Fragen? Ja, egal. Okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir wollen jetzt mal auf die Schienen wieder. Back on the roots. Wie man so schön sagt. Die Roots von Columbia. Okay, ein bisschen Melodramatik darf man mir auch zumuten. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Du Ding da. Du bist mir unsympathisch. Du sahst erst so geil aus und jetzt... Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah. Das passt ja mal. Gentlemen, seufz. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für eure Propheten. Handelt! Man kann das Ding hier überhaupt etwas. Diese scheiß Energieteil, diese Energy Jockey. Es ist also echt Zeit, man kann sich hier echt mit dem Zielen Zeit lassen, finde ich echt super. Man sollte halt aufpassen, dass sich kein Mädel dazwischen stellt. Also für das, dass ich eigentlich nur auf normal gestellt habe, tut mir leid, ist es doch noch zu einfach. Ja, ist immer okay. Halt mal still, passt. Perfekte Kombo, Krähen und Karabiner. So, und erstmal plündern. Mehr Geld. You don't say. Bitte sehr. Aber das ist echt praktisch, die sucht mit Vielen uns. Dank. Also die ist mir grundsympathisch, die Frau. Also das ist halt eigentlich mal so ein Follower, der eigentlich tatsächlich einen Nutzen bringt. Nicht so wie Skyrim, der dir einfach hinterher und dir als Packesel hilft. Ja, gut. Falsche Richtung. Passt, wir wollen weiter. Wir waren hier schon. Noch. Und schon ist es offen. Wahnsinn. Ah ne, hier waren wir schon. Hall of Heroes. Bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Ich weiß nicht, das Ding macht mich... Es ist unsympathisch. Es macht mich zittern. Okay. Auf jeden Fall, das Karabiner gefällt mir. Super, ich liebe es. Was funktioniert hier eigentlich? Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Du kannst doch teleportieren, Quantenmechanikerin. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Drück mal nochmal voller Frust auf den Knopf. Na, geht nicht. Verdammt. Mal gucken. Hm.
eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was wird das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Ich kann da nicht durch. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaub nicht. Aber da ist etwas, das ich... Mädel, komm zurück, mach dicht. Schließ ihn. Ich versuch's ja. Schließ ihn. Mädel, mach nicht so einen Blödsinn. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Mädel, du bist mir ein wenig unsympathisch mit dieser Kraft. Princess of Quantenmechanik, ja, wohl wahr. Ja. Schrotti, nö, brauche ich nicht. Na, was machst du? Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. So ein schlechter Reimer, den möchte ich mir nicht nochmal anhören. Okay. Das klang jetzt... Ach, hier ist Wasser. Ich dachte schon, warum klingt das so komisch? Ich dachte mir schon, wo kommt das Wasser jetzt her? Okay, Salz haben wir wieder voll. Passt. Öffnen. Kriegst du das geknackt? Mal sehen. My Lady. Fertig. Ich möchte auch so schnell knacken wie die. Renn, umdrehen und fertig. What the? Ich höre es klicken, dreh noch beiseite und... Ja. Naja. Es ging Krähenschaden immun. Super. Probieren wir mal das hier. Du fixst da was? Was denn? Geh! Im Weg! Na, Mann. Jetzt habe ich unnötig Salz verbraucht. Ah ja, stimmt, verdammt. Habe ich ja schon wieder gewechselt. Ah, Mann. Ich hör's gerade noch klicken, geh noch beiseite und hör's schießen. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Ja, diese Spezialausrüstung. Wenn die besondere Fähigkeiten, weil du kannst immer wieder. Also man kann immer nur vier. Ja. Ich dachte immer nur ein Teil. Oh. Okay, ein Hütle. Teufelskuss. Hatten wir das nicht schon? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Kann das sein? Ja. Aber ich fand eigentlich den brennenden. Ja, ich fand den brennenden Schlag eigentlich doch nicht gar so schlecht, aber wobei... Ja, ich nehme die Ausrüstung. Ich nehme die Ausrüstung, weil dafür schlage ich zu selten zu. Gell? Ich hoffe nur, das ändert sich nicht so weit. Knacken nicht möglich. Ja, das braucht extrem viele von diesen Kids. Ich finde das sowieso schon geil. Man muss in den gehen und er sammelt das krampfhaft auf. Er weiß noch nicht, ob es sinnvoll ist. Er sammelt es auf. Das muss sein. Okay, gucken wir uns noch bei dem hinten. Bei dem Verkäufer Michi. Ach nee, der ist noch gar nicht verkauft. Das Öl, das sieht brennbar aus. 4. 5 hatten wir brauchen, also sinnlos. Hätten wir die Tür nicht geöffnet, um zum Safe zu kommen, hätten wir den Safe öffnen können. Das entbehrt einer gewissen Logik. Ich habe Geld gefunden. Schön. Hier. Gut.
Die Frau ist mir, wie gesagt, Think Industries. Grundsympathisch. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Die sollten sich was schämen. Du, die Chinesen schauen man sich ja auch nicht. Also, warum sollten die es tun? Headnot! Okay. Weiter im Text navigieren. Passt. Wir sind on Kurs. Was ist das? Kranke Scheiße. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Lol. Fällt mir. Okay. Ja, das haben wir schon. Okay, da wollen wir mal gleich... Oh, wie viel kann man davon benutzen? Das ist jetzt zu geil. Wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade... Sind nicht ungelockert! Ihr alle habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Aber ich sage euch klipp und klar, Cornelius... So, jetzt kommt mal her. Hallo Mädels, kommt her. Ah, da oben sitzt einer. Alter, ist das geil, die Teil. Aber zurück zu den Krähen. Okay, you. You. And you. Und du, hab ich gesagt. Komm schon, stirb. Du, Papa, einen Gefallen und stirb. I don't care. Das bezweifle ich bis zu einem gewissen Maß. Okay, mehr Krähen. Mädels, ihr habt die Arschkarte mit mir. Eine Krähe? Wo? Achso, das ist der Kerl. Ja, Zepex, geh weg da! Dein Schild ist defekt, was soll der Scheiß? Fix, wo ist er? Da ist er. Stirb, hey. So, passt. Das ist das ist keine Munition mehr. Scheiße. Dann halt so. Der ist ja echt der Killer an dem Kerl. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Ja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutze. Also es muss ein Riss da sein, das ist ja noch praktischer, mein Fräulein. Okay, da wären wieder MGs, aber ich bleib beim Karabiner, da bin ich standhaft. No munizione. No. Fix. Andere. Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Von wem redet sie? Egal. Okay, wir haben das hier durchsucht, wir haben das hier durchsucht. Sie hat kein Geld für mich, passt. Wie es nach diesem wunderschönen Kampf weitergeht, sehen wir aber in der nächsten Folge. Es war wieder mal eine Show mit euch. Man muss dazu sagen, ich finde auch gerade sowieso, es ist gerade richtig interessant hier. Ich freue mich jedes Mal wieder wie ein Schnitzel, wenn ich aufnehmen darf. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sehen uns im nächsten Part. Fertig, Gott.